Hallo und herzlich willkommen heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um White Bird. Ein interessanter Zweiter Weltkriegsfilm mit Helen Mirren, die aber nicht so wirklich mitspielt. Warum, das erfahrt ihr jetzt. Lasst gleich schon mal ein Abo oder aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Los geht's. Das gehört doch dir, oder? Danke. Habe ich gern gemacht. Ich kannte nicht mal seinen Namen. Aber etwas Wesentliches verband uns. Die sind wirklich gut. Für eine Jüdin. Wir hatten beide erlebt, zu welchem Hass Menschen fähig sind. Im Mittelpunkt der Geschichte steht hier Sarah Bloom. Die erzählt im Grunde ihrem Enkel hier ihre Lebensgeschichte, vor allem die Zeit während des Zweiten Weltkriegs, als sie sich vor den Nazis verstecken musste. Sie ist in Frankreich aufgewachsen und als dann Frankreich besetzt wurde, musste sie eben bei einem Klassenkameraden alleine ohne ihre Eltern in einer Scheune sozusagen ja überleben. Das ist die Grundstory und man muss sagen, die Figuren bekommen hier alle relativ gut Raum, dass man sie so nach und nach näher kennenlernt und auch eine Connection aufbaut. Und dadurch muss man sagen, braucht der Film an manchen Stellen auch vielleicht ein bisschen zu lang und hat ein paar leichte Längen mit drin. Aber er schafft es immer wieder, schöne emotionale Momente zu erschaffen. Und das hat mir wirklich gut gefallen, weil diese Thematik rund um den Zweiten Weltkrieg hier mal ein bisschen anders beleuchtet wird, aber auch nicht so großartig neu, dass man sagt, oh, der macht super krass Sachen besonders. Das ist leider nicht der Fall. Dementsprechend fand ich aber die Geschichte trotzdem interessant und unterhaltsam erzählt, auch wenn so eigentlich, ich sag mal, 90% oder 95% des Films wirklich während des Zweiten Weltkriegs spielt und der Rest sozusagen in der heutigen Zeit. Dementsprechend 4 von 5 Punkten für die Geschichte, hat mir gut gefallen. Dementsprechend ist auch Helen Mirren nicht so wirklich vertreten in diesem Film, weil die eben die alte Sarah Bloom spielt. Und man muss sagen, die Jungdarstellerin Arielle Glasner macht wirklich einen guten Job. Also die liefert auch ab. Allerdings so richtig große Emotionen kommen immer wieder mal, aber die sind eher rar gesät. Sonst, der Cast ist insgesamt solide, da gibt es keine Ausfälle, 3 von 5 Punkten. Technisch muss man sagen, hat der Film einige schöne Bilder, aber er bleibt relativ reduziert. Es ist sehr zweckmäßig, es funktioniert ganz gut und er zeigt auch eine schöne Mischung zwischen dem Schrecken und auf der anderen Seite aber auch den schönen Momenten. Und das auf einer optischen Ebene und mit der Musik ist das sehr gut und harmoniert gut zusammen. Dementsprechend 3 von 5 Punkten solide umgesetzt. Deshalb komme ich jetzt schon zu meinem Fazit. Ich muss sagen, White Bird ist ein Film, der jetzt nichts großartig besonders macht. Man muss sagen, One Life, was jetzt zuletzt so eine ähnliche Thematik hatte, wo eben einer, der im Zweiten Weltkrieg aktiv war und dann viele Jahre später sozusagen die ganze Geschichte nochmal aufrollt, das hat bei One Life besser funktioniert mit der Ebene, mit den zwei Zeitebenen. Hier ist das alles eher so, dass die Geschichte damals während des Zweiten Weltkriegs interessant und unterhaltsam oder falsches Wort, interessant und spannend erzählt wurde. Dementsprechend am Ende kann ich sagen, ein Film, den man sich auf jeden Fall anschauen kann, der auch bei einer jüngeren Zielgruppe, glaube ich, sehr gut funktioniert. Wenn man sich so mit der Thematik Zweiter Weltkrieg nicht so wirklich beschäftigt hat, dann ist das schon gut, dass man da wird man gut mit reingenommen, ist ja auch basierend auf einem Jugendroman oder Graphic Novel. Dementsprechend am Ende 4 von 5 Punkten von der Empfehlung her, insgesamt 14 von 20 Punkten. Ich finde den solide, gut und der zieht auch einen schön rein. Vielleicht ein Müh zu lang, aber insgesamt guter Film geworden. Das war's soweit mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da, schaut auf den Kanal vorbei, aktiviert die Glocke in diesem Sinne. Bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao!